Hallo und Servus. Vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, dass ich mich neben meinen anderen Tätigkeiten mittlerweile auch um das Thema VR kümmere. VR steht für virtuelle Realität. Diese Realität wird realisiert durch eine VR-Brille. Das machen wir übrigens bei Ping Pong Parkinson schon lange. 2019 und 2021 hatten wir nämlich während der Covid-Pandemie zwei Weltmeisterschaften ausgetragen. Weltmeisterschaften im virtuellen Raum wohlgemerkt. Good luck. Okay, you ready? I got this. Good luck. Okay. Yeah. All right. Hi, I'm Alex City Barcelona and welcome to this final of the Ping Pong Parkinson tournament. Last year was held in, well actually 2019 it was held in real life, and this year it's held in VR. Und das Thema nimmt jetzt langsam an Fahrt auf. Es nimmt deshalb an Fahrt auf, weil die Preise sinken und es wird auch für Otto-Normalverbraucher mittlerweile erschwinglich, sich eine solche Brille zuzulegen. Und das Schöne ist, das Tischtennis, das man in dieser virtuellen Welt spielen kann, kommt an die Realität sehr, sehr nahe heran. Ich würde deshalb gar nicht mehr von einem Spiel sprechen wollen, sondern eher von einer Tischtennissimulation. Das kann man sich in etwa so vorstellen. Die Enterprise-Freunde von euch werden sich noch an das Holodeck erinnern. Genauso wie man bei der Enterprise durch eine Tür gegangen war, in eine andere Welt, zieht man hier eine Brille über den Kopf und befindet sich in einer anderen Welt. In einer Welt, in der es Räume gibt, und ein solcher Raum könnte ein Raum sein, in dem man Tischtennis spielt. Ausschnitte aus Spielen, die ihr auf unserer Webseite findet, können dieses realistische Erlebnis nicht abbilden. Genauso wenig wie ein Foto vom Mount Everest nicht im geringsten vermitteln kann, wie es ist, wenn man da oben steht. Unser Ziel ist es, jeden Stützpunkt mit einer solchen VR-Brille auszustatten. Dazu habe ich eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Den Link dazu findet ihr hier am unteren Bildschirmrand. Ihr könnt euch an dieser Spendenaktion natürlich selbst auch gerne mit einem kleinen Obolus beteiligen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wendet euch am besten gleich an mich unter der E-Mail-Adresse jürgen@pingpongparkinson.de. Wer sich ein wenig intensiver mit der Materie beschäftigen möchte, findet auf pppvr.org reichlich Infomaterial. Was die Ausbildung und den Umgang mit dieser neuen Technologie anbelangt, so werde ich selbst die Regionalleiter ausbilden, die ihre jeweiligen Stützpunktleiter, und die wiederum geben ihr Wissen an die Mitglieder weiter und verleihen zum Testen die Brille. Im Moment schaut es sogar danach aus, dass VR-Tischtennis bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 eine eigenständige Disziplin sein wird. So. Jetzt muss ich aber los. Ich bin mit Nenad zu einem Match verabredet. Wir lassen mal kurz die Bälle über den Atlantik fliegen. Ciao.